Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks. Weiter geht's hier mit Two Point Campus. Ja, guckt euch mal unseren Campus hier an. Wie es wuselt, wie es lebt. Der ist doch echt riesig, oder? Das ist die Two Point University und wir haben hier hinten noch ein bisschen Platz. So sieht's jetzt nicht aus, aber ist schon echt gigantisch. Muss ich wirklich ganz, ganz stark sagen. Also, und es macht richtig, richtig Laune. Was fehlt denn hier? Kann nicht weitergemacht werden. Warum? 92%. Wahrscheinlich macht unser Forscher Pause. Mandy Plepp macht Pause. Haben wir das erlaubt? Nein, soll sie trotzdem machen. Gut. Wir haben nicht mehr viel vom Studienjahr. Naja, ein bisschen was haben wir noch. So ist es ja nicht. Hier sind ganz, ganz viele Konzerte am Laufen. So ist das ja nicht. Und was wir machen werden... Wir werden 48.000, das ist nicht wirklich viel. Wir werden noch einen Aufenthaltsraum und einen, nicht einen Schlafsaal, ein Studierendenzentrum bauen. Erstmal einen Aufenthaltsraum mit 5.100, da machen wir uns hier einen kleinen mit rein, beziehungsweise wir setzen den hier daneben. Der ist 5. Wie groß muss denn, na, wir bauen erstmal den. Ich habe nämlich überlegt, dass wir ein Studierendenzentrum und einen Aufenthaltsraum bauen. Mal gucken, vielleicht bauen wir auch nur einen Aufenthaltsraum. Ich weiß es noch nicht. Bin mir da noch ganz unsicher. Wir werden erstmal... Wieso ist hier ein Sternchen drin? Das ist doch nicht mein Favorit. Um Gottes Willen. Zeigt mir mal alle an. Wir fangen mal an damit, dass wir alle anzeigen sollen. Ich hätte gern einen grauen. Und wo ist der Rest? Da. Hallo? Was ist denn hier los jetzt? Da, den hätte ich gern in Grau, Weiß, wie auch immer. An dieser Farbe halt. Info für alle Zuhörer, die nichts über meine prägenden Jahre wissen. Ich bin in Two Point County geboren und aufgewachsen. Dann noch eine Mikrowelle. Und habe die Two Point University besucht. Das Ganze auch noch mit einem Waschbecken. Ein Mülleimer. Gerne auch noch einen Desinfektionsspender, wenn er dann passen sollte. So, haben wir. Gut, dann bin ich mir überlegen. Dieser Milchshake, der wurde ja echt gut angenommen. Bauen wir ihn also da drüben nochmal hin. Und ich bin am überlegen, dass wir hier eine künstliche Trennwand hinbauen mit... Na, das sieht aber vielleicht auch doof aus. Nee, lassen wir. Wir bauen hier, hier und hier... Noch ein paar Sitze hin, dann können Sie sich denn hinsetzen. Aber hier einmal etwas nach hinten platziert. Doch, das sieht doch ganz gut aus. So, das haben wir. Dann könnten wir... Ich bin am überlegen, ob wir vielleicht doch Trennwände einsetzen. So, aber die ganzen etwas verschieben. Ja, kommt, glaube ich, ganz gut hin. Dann setzen wir hier einen Automaten hin und dort. Und da setzen wir auch noch einen Mülleimer hin. Ein Fernseher. Wer kennt ihn nicht? Den Fernseher in der Küche. Ein Ghetto Blaster. Komm, den kaufen wir uns mal. Das ist nur ein kleiner Raum, deswegen gibt es hier nur einen Ghetto Blaster. So. Dann werden wir hier und hier Dartscheiben hinbauen. Freundschaftsbänke in
diesen wunderbaren, was auch immer, Ton. Beziehungsweise, nee, die setzen wir mal anders. Einmal. Und zweimal. Finde ich gut. Das sieht doch ganz gut aus. Und dann setzen wir uns hier auf der anderen Seite. Einmal. Na, komm her. Zweimal Kicker hin. Heute habe ich natürlich das große Glück, die verschiedensten Speisen zu genießen. Vom Hühnchensandwich bis hin zu Nudeln aller Längen. Ist das eher sinnvoll, wenn wir ihn hier mit hinstellen? Ich werde aber nie vergessen, wie ich damals an der Uni fast ausschließlich so von einem Riesenblock Cheddar gelebt habe. Das erklärt dann wohl auch. Und warum dann gibt's hier noch diese wunderbaren Tische. Einmal und Objekt blockiert. Eignung das erlaubt. Ja, blockiert echt. Das ist ja doof. Das gefällt mir aber nicht. Da. Ab da an snappt er besser. Dann probieren wir so. Und dann müsste das eigentlich auch passen hier. So, das sieht schon besser aus. Sehr gut. Dann hätte ich gerne noch eine Sonnenblume. Zack. Wieso geht das jetzt nicht? Wollte schon sagen. Und dann werden wir hier einen Teppich und dort einen Teppich mit einfügen. Plattenteppich. 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 Und Bilder. Wie sieht es denn mit Bildern aus? Beziehungsweise Poster. Eins. Zwei. Drei. Vier. An den Trennwänden können wir ja leider nichts hinhängen. Das heißt, dann gibt es da noch ein Poster. Und dort noch ein Poster. Und hier zwischen können wir auch noch eins setzen. So. Sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, oder? Was sagt ihr? Ich finde das super. Richtig schöner kleiner Aufenthaltsraum. Den werden wir einfach mal kopieren. Jetzt mache ich etwas, was ich normalerweise ja nicht machen würde. Ich werde es wirklich nur kopieren und drehen. Weil das ist mir jetzt echt zu viel Arbeit, das zu spiegeln. Und deswegen gibt es das einfach so. Sehr gut. Karriereziel erreicht. Schließe 50 Events des Typs Live-Musik ab. Ja, das haben wir jetzt auf jeden Fall locker geschafft. Sehr gut. Was war noch gewesen? Bilanz 96.000. Sehr schön. Wir werden noch ein neues Projekt starten. Hirnwellen. Zack. Und dann haben wir das auch. Was ist jetzt hier wieder? Der Plattenteppich. Ich sag's euch, irgendwann raste ich nochmal aus mit diesem Kack-Plattenteppich. Wenn das Jahr jetzt um ist, werden wir noch für den Aufenthaltsraum und den hier hinten weitere Partys planen, weil hier ist es einfach zu voll. Das ist das ganze Problem. Es ist einfach voll, voll, voll. Und nochmals voll. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Dass es alles so voll ist. Gut, haben wir auf jeden Fall hier was Feines mit aufgebaut. Ich bin da noch am Überlegen, dass wir hier schon mal noch Gebäude hinbauen. Das Jahr ist gleich um. Ja, das können wir dann mitmachen. Kommen wir dann nochmal, wenn das Jahr da ist. Wir alle lieben Milch. Wir sollten hier schon mal anfangen, den Außenbereich zu machen. Das können wir schon machen. 1, 2, 3. Etwas weniger als zu viel. Eine Bekanntmachung. 1, 2, 3. Zack. Und hier auch 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Sehr gut. Und dann geht's hier noch rein. So. Super. Auszeichnungen ansehen.
Und wir haben wieder ganz viel geschafft. 100%, 59 haben den Abschluss gemacht, 60 bleiben im Studium. Wir haben Herzblatt, Studentenbeziehung. Sehr schön. Wir haben auch Club Royal. Und Mandy Plepp hat wieder ganze Arbeit geleistet. Und bei der Forschung, wir haben Dozent des Jahres, Joey Tiger. Er hat keine Vorlesung gehalten, aber 13 Nachhilfesitzungen gemacht und dadurch insgesamt 507 ERF-Punkte für unsere Studierenden gesammelt. Auszeichnung Campus des Jahres. Mein Gott, uns fehlt eigentlich nur noch aufstrebender Mitarbeiter und akademische Vortrefflichkeit und die Mitarbeiterzufriedenheit. Die Mitarbeiterzufriedenheit werde ich wahrscheinlich nie kriegen. So. Sehr schön. Okay, wir werden erstmal da hinten uns einmal den hier kopieren. Zack. Und dann war da noch der Smoothie-Stand. Den stellen wir uns dorthin. Zack. Da was wir noch gar nicht draußen gebaut haben, Mülleimer. Da würde ich gerne da einen hinstellen. Und da einen. Also, ja, wir haben ja auf der Ecke einen, also da irgendwo. Aber ich hätte gern auch noch einen hier. Das wäre super. Und dann bauen wir uns dort auch noch das Studienjahr ist einmal vorbei. Das. Das sind nämlich für unsere Naturfreunde. Die Baumbüsche, das schneiden die dann sich alles zurecht. Und dann ist zu groß. Gibt es da noch eine Bank dazwischen? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ne, das ist zu groß. Aber das passt. Einmal. Zweimal. Sehr schön. Dann kann man sich auch dort gut hinsetzen. Einmal. Und zweimal. Super. Sehr schön. Okay. Weiter geht's. Wir brauchen einen Computerraum und ein Wissenschaftslabor. Würde ich sagen, fangen wir mit dem Computerraum an. Und wir setzen ihn hier relativ groß hinein. Hier den Platz lassen wir frei. Da würde ich gerne nämlich noch einen Schlafsaal mit hinbauen. Nehmen wir mal da hin. Gut. Wir haben Geld, wir können uns auslassen. Ihr hört Ricky Hawthorne. So, gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen, wie wir uns das denken. Im Sommer haben ein paar Freunde und ich eine Angeltour ins nördlich gelegene Tambo gemacht. Das war die pure Freiheit. Einfach nur ein paar Kumpels mit Anglerhüten und einer Schachtel uralter Anglerfliegen. Die reinste Wonne. Und auch hier eins, zwei, drei. Das passt, jedes Abteil ist vier groß. Das gefällt mir. Gefällt's bloß nicht, dass es nicht an allen gleich ist. Dann müssen wir es so rum machen. Dann geht das so rum. Gut, das haben wir. Dann würde ich sagen, fangen wir hier an mit dem Analog-Computer. Der nimmt ja doch recht viel Platz in Anspruch. Die Tafel, davon machen wir insgesamt eins, zwei, drei. Analogcomputer, dann die analoge Konsole. Wo die Wand brauchen wir? Weil da kommen die Monitore hin. Dann würde ich das Ganze aber auch hier irgendwie versuchen zu platzieren, dass die drumherum wandern. Das ist eine gute Idee. Wir platzieren das dahin. Dann haben wir wenigstens hier hinten noch Platz für die Monitore und so. Der analoge Server, der bringt uns zwar jetzt nicht wirklich viel, aber
Er wird ja verlangt irgendwann. Zack. So, 3 Stück davon. Dann, wo ist denn der Monitor? Da ist der analoge Monitor. 1, 2. Die haben wir. Dann hätte ich gerne Fenster dazwischen. Achso, die Fenster bringen da nichts. Hahaha. Können wir also voll machen. Die Fenster bringen ja da gar nichts. Die Fenster bringen ja nur hier hinten was. So. Die Computerräume lassen wir auch so. Dann gehen wir einmal hier weiter entlang. Ja, komm, wir machen das so. Und da passt es aber nicht mehr hin. Dann machen wir das anders. Dann machen wir hier von Ihnen überraschen, aber der junge Hawthorne war ein ziemlicher Schelm. Die Server hin. Auch wenn es kein Server ist, sondern einfach nur ein Bücherregal. Dann machen wir so rum. Zack, genau, das gefällt mir. Und dann gibt es hier noch einen und noch einen zweiten daneben. Sehr gut. Und dann gibt es hier. Der Mann war fuchsteufelswild. Leider sind zwei der Jungs wegen noch weitere Konsolen geflogen. Tja, liebe Kids, begeht bloß keinen Hausfriedensbruch. So, das gefällt mir. Und dann können wir mal gucken, wenn wir den jetzt hier noch ein bisschen schubsen. Dann noch ein zweiter daneben passt. Es passt noch. Das ist awesome. Das ist super. So. Das ist klasse. Dann haben wir 2 davon. Ja, sehr schön. Cool. Gefällt mir. Dann weiter geht's. Dann kommt hier der analoge. Da müssen wir aber erstmal anfangen mit der... Ja doch, komm. Setz ihn erstmal rein. 1 und 2. Dann ist das die Superkonsole, das ist die falsche, das ist die digitale Konsole, die brauchen wir. 1, 2, 1, 2. Und hier auch 1, 2. Was? Objekt blockiert? Kann gar nicht sein. Hat man gar nicht erlaubt. Ihr blockiert alles. Blockiert ihr auch gleich. So, das haben wir. Monitor. Müssen wir den nehmen, weil ich wüsste jetzt nicht, dass wir noch jemand anders hätten. 4 Stück. Und dann fehlt eigentlich nur noch hier der digitale Server. Da ist er. So. Einmal. Na, was war denn das jetzt? Schön auf den letzten Meter noch verruckelt. Zack. Genau. Und dann auf der anderen Seite genau das gleiche. Das wird ein Raum, sag ich euch. Wem das Personalzimmer nicht gemütlich genug ist, soll lieber arbeiten gehen. So, das haben wir. Dann kommt hier noch der Supercomputer hin. Einmal. Zweimal. Und natürlich auch die Superkonsole. Ah, jetzt haben wir hier das Problem, dass das nicht so wirklich passt, oder wie? Na, dann müssen wir gleich mal gucken. Erstmal so. Die passen nicht so Rücken an Rücken. Na, ihr wollt mich doch echt alle veralbern. Das heißt, hier müssen wir tricksen. Dann passen die. Weil da wirft sich nämlich dann die Trennwand dazwischen. Wir können natürlich gucken, das war trotzdem irgendwie... Wieso habe ich da so weit das weggemacht?
Jetzt passt es. Wollt ihr mich alle veralbern? Ich glaube natürlich nicht, dass das Leben eines jungen Menschen nur aus Angeltrips und ausgelassenen Späßen besteht. Ich habe mich manchmal frage ich mich, ob ich das Spiel sowas von ärgern möchte. Aber gut, dann gibt es hier noch ich werde nie die, Worte meines Professors die Monitore. Einführung in komplexes Denken vergessen. Er sagte mir, Ricky, ich glaube nicht, dass du meine Worte jemals verstehen wirst. Und er hatte recht. Ein sehr weiser Mann. Hier hinten passt er natürlich nicht hin. Na gut, dann machen wir es aber wenigstens etwas hübscher. So. Gut. Das haben wir. Mülleimer. Achso, wir brauchen noch den Server dort. Super Server. Also wenn die damit jetzt nicht gut lernen, wüsste ich es aber auch nicht. Ganz ehrlich, weil das ist doch echt super hier drinnen. So, Mülleimer. Eins. Zwei. Da passt er nicht hin. Aber da passt er hin. Ein Leben ohne Duschen ist theoretisch möglich. Das heißt, ein bisschen näher ran und dann geht das auch. So. Weil ich würde die schon gerne hier so in die Ecke platzieren. Das ist, glaube ich, ganz passend. Na, da passt er natürlich nicht hin. Wer hätte das gedacht? Gut, dann komm, dann machen wir es wenigstens hier davor. So. Das kann gar nicht blockieren. Das kann, das ist doch die Trennwand. Wie soll denn das blockieren? Ach, Knas. So. Das haben wir. Dann hätte ich hier draußen gerne noch diese Oszillatoren. Die setzen wir wirklich ja hin. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, und da passt das auch noch hin. Ja, zack. Gut. Haben wir das? Ich bin am Überlegen, ob wir hier... Ne, wir lassen das so. Das gefällt mir. Und dann... ziehe den Plotter. Und dann nehmen das Kopiergerät. So. Dann haben wir da noch ein Fenster. Und da noch ein Fenster. Sehr schön. Und in der Mitte... gibt's dort noch die kleinen Fenster. So, jetzt haben wir zwar da überall was Hübsches hingepackt, aber wir haben eigentlich keine Dekoration. Der Körper ist ein Tempel, also stopft ihn nicht mit Chips voll. Ja, schon mal ein Anfang. Ja, hier können wir natürlich absolut nichts machen. Wir müssen es so lassen. Wir haben einen Computerraum. Sehr gut. Und jetzt gehen wir mal zu dem alten Computerraum, weil genau hier, da müssen wir noch drauf gehen. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob er das... Wir haben ja gar nur einen Standard hier drin. Was? Geht ja gar nicht. Das nehmen wir und gehen es blau. Zack. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall hier in dem Computerraum das auch so drin. Okay. Okay. Sehr schön. Habe ich jetzt echt nur diesen einen Raum gemacht? Ist ja grauenvoll. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten machen. Aber wir schaffen es nicht mehr. Das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Aber dieser Raum ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir können uns ja mal das in dem Attraktivitäts-Hub angucken. Ja, das ist natürlich... ein Trauerspiel. Ah, gibt es da noch eine Möglichkeit? Wir müssten den Server wegmachen. Machen wir. Wir machen die Server weg und machen dann da wenigstens Pflänzchen oder sowas hin, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Ansonsten ist es ja ein Trauerspiel. So, gehen wir da nochmal rein. Bibliothek bittet um einen Assistenten.
Dekoration. Gibt es irgendwas, oder was man hinstellen kann, was nicht verblüht? Nicht wirklich. Wir müssen eine Pflanze hinmachen oder... Oder. Den Kaktus hin. Ja, ich finde es ein bisschen doof, dass es an den Wänden, wie gesagt, an den Trennwänden nicht möglich ist, irgendwas zu platzieren. Das ist wirklich sehr, sehr schade. So. Jetzt ist der Raum wenigstens auch hübsch. Gut, aber schönes Computerlabor, muss man ja wirklich mal sagen. Also mir gefällt der sehr, sehr gut. Gut, Freunde der Sonne, leider nicht wirklich viel geschafft in dieser Folge, außer dieses Riesenlabor gebaut. Aber ich hoffe dennoch, ihr schaut in der nächsten Folge wieder mit da rein. Dann werden wir das Wissenschaftslabor bauen und dann auch endlich ins neue Studienjahr starten. Wir haben noch Studiengangpunkte. Die können wir aber nicht nutzen, weil wir 40 brauchen. Auch hier, was ist denn da überhaupt die nächste Stufe? Ach so, in der nächsten Jahr müssen wir automatisch was Neues bauen. Und zwar ein Wissenschaftslabor, noch eins. Lass uns mal Gedanken drum machen. Na gut. Aber so sieht das Ganze erstmal ganz gut aus. Bin ich recht zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken. Und mit den Worten, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.